Okay. Dann wo wollen wir mal. Ich glaube, ich. Oh, genau deswegen. Ah, du Drecksvieh. Hallo? Okay. Das ging ja doch schnell. Ja, aber mal ehrlich. Wer will so ein Fleisch essen? Uah. Riesenratte. Ich möchte nicht wissen, was die alles gefressen hat, ey. Ah. Wurft euch. Tot dann. Irgendjemand hat ihn erschlagen. Ich weiß nicht. Gut, hier ist nix. So. Ich bin drin. Hier entlang muss es einen Weg zum vorderen Haupteingang des Tempels geben. Ja, Ach, hallo. Geht doch. Wurfdolch. Oh, wieso liegen hier so viele Wurfdolche rum, ey? Durchschieß. Wurfdolchschieß. Hier ist... Nein, da geht's nicht rein. Da ist zu, da ist auch zu. Ist ja doof. Ist alles zu. Hä? Was war denn das? Da blinkt wieder was aus der Wand. Hervor. Speichert automatisch. Wieso? Ja. Vielleicht sollte ich... Mir fehlt das passende Ding dafür. Ja, das ist ja auch da unten. Na, geht doch. Gut, das war ja noch relativ einfach. Ich muss nur aufpassen, dass ich nichts vergesse. So. Schön. Bist du ja endlich. Warum hat das so lange gedauert? Was? Ich hatte ein paar Probleme. Der Tempel ist gefährlich. Wir müssen weiter. Los, schnell. Darf ich bitten? Madame? Das hat nicht lange gedauert. Alter. Soll sie es doch das nächste Mal selber machen. Mistvieh! Mistvieh, das ist ein Mensch, du Idiotin. Voll. Ach nee, doch nicht. Doch, Krieger. Mistvieh. Sagt die Mistvieh zu einem Krieger, ey. Glaub ich. Mistvieh. Ja, komm, Junge. Lass gut sein. Ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Du, lass Patty in Ruhe. Lass Patty in Ruhe. So, ein altes Schwert. Oh, halt, der hatte noch was. Aber egal. Kriegertot. Gold. Klar, der greift ins Feuer. Ist alles gut. Ja, klar. Wir sind ja immun gegen Feuer. Ist klar. Gold. Gold. Goldsack. Mhm. Pilzi. So, hier ist auch was verschlossen. Oh. Hm. Der ist auch tot. Da liegt Kapitän Degenkolb. Ein alter Kontrahent von Admiral Alvarez. Sieht ganz so aus, als hätte unser Admiral einen Feind weniger. Er kam mit seinen Leuten hierher und suchte dasselbe wie wir. Den großen Schatz der Krabbenküste. Ich schätze, der Tempel hatte etwas dagegen, ihm seine Reichtümer einfach so zu überlassen. Wer weiß, wie lange wir noch durchhalten, bevor uns das gleiche Schicksal ereilt. Weiß Admiral Alvarez eigentlich, dass wir hier sind? Hm. Nein. Du hast es ihm also nicht erzählt, dass wir... Super. Ach, komm schon. Er muss auch nicht alles wissen. Jaus. Oh, was ist denn jetzt los? Sorry, da war gerade irgendwie das Spiel weg. Immerhin riskieren wir hier unser Leben. Tut mir leid, irgendwie war gerade das Aufnahmegerät hat sich gerade eben einfach so mit dem Game geschlossen und es lief im Hintergrund noch weiter. Tut mir leid, keine Ahnung, was da jetzt los war. Was machen wir jetzt? Wir hätten schon längst etwas finden müssen. Ein Hinweis, eine Spur, irgendwas. Wir waren ja noch nicht überall.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das noch will. Also sei vorsichtig. Ja, wir sind schon vorsichtig, Schwesterherz. Das wird schon gut. Okay, und ich glaube, ich werde jetzt mal speichern, weil ich weiß nicht, was das eben gerade mit meinem Aufnahmegerät war. Das hat halt das Spiel jetzt hier geschlossen. The game was closed, man. Das war gerade irgendwie ein bisschen kacke. Ich habe keine Ahnung, wieso. Ich hatte eigentlich noch nie Probleme damit, dass der da irgendwie was geschlossen hat. Es läuft sonst eigentlich immer alles reibungslos. Wir gehen jetzt hier rechts mal lang. Da gehst du alleine hin. Oh, war klar. Ah, Scheiße. Muss ich springen? Kann ich springen? Oh. Alter, ich habe mich gerade irgendwie voll erschrocken. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Das war jetzt irgendwie fail. Ah, verdammt, damit habe ich echt nicht mehr gerechnet. Das wusste ich gar nicht mehr. Ach, da war ja was. Ich habe mich auch gerade gestoßen. Das war jetzt mal genial. Das war genial. So, wo muss ich ihn jetzt? Oh. Okay. Wie sieht der denn aus, ey? Krieger. Merkwürdiger Krieger. Von wem soll der überhaupt sein? Der Krieger? Wo kommen die her? Weil man gegen die überhaupt nicht mehr kämpft danach. Okay, Sarkophag. Oh, schon wieder so viel Gold. Das liegt einfach hier so rum. Ja. Krug. Ich glaube, da kümmere ich mich gleich drum. Pokal. Gold. Gold. Was? Goldpfanne. Oh, der greift ins... Klar! Mensch, wir sind Superman, ey. Was auch immer. Wir greifen ins Feuer. Es ist alles klar. Logisch. Wir können alle ins Feuer greifen. Und da hat schon wieder was lila aufgeblitzt und die Spinne. Ich weiß auch sowieso nicht, das Game hat irgendwie ein paar Probleme in letzter Zeit, wo ich es einmal durchgespielt habe. Ich hatte es jetzt einmal durch und zum Schluss hat es ein paar Mal überall so Äste und sowas lila aufgeblinkt. Ja, und seitdem ist das irgendwie... Sind da so ein paar Bugs mit drin. Ah, scheiße. Leertaste. Ja, toll. Ich frag mich zwar gerade sowieso, warum ich gesprungen bin, weil ich sowieso so blöd bin und da reingehe. Es tut mir leid, aber das muss sein. Und guck mal, was wir hier alles noch sehen. Ja, er guckt erstmal da hoch, alles klar. Was ist denn da oben? Ja, da sind wir hergekommen, Junge. Komm, du sollst das Gold nehmen. Gold. Jetzt war der Ton gerade wieder weg. Ja, irgendwas ist heute hier. Irgendwie funktioniert was nicht so gut. Ein Baumwürger. Was kann ich damit noch machen? Ja. Ah, hier ist ein Hebel. Ja, ich bin blöd, ey. Ich ziehe auch erstmal einfach den Hebel, ohne zu sagen, oh, es könnte vielleicht eine Falle sein. Oh, da ist ein Hebel. Drück ihn. Zieh. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich? Hä? Hallo? Ach so. Hä? Hä? Wo bin ich denn hier? Ist ja auch egal, wir gehen jetzt. Patty war. Da ist sie ja. Bin wieder da. Mhm. Dann kommen du mit. Oh. Okay. Bin ich jetzt richtig? Okay, der speichert. Ich bin richtig. Na, genial. Ah.
Nein. Nicht ihr schon wieder. Oh, verdammt, warum hat er die weggesteckt? Ah, weil er die schon rausgeholt hatte. Ah. Höllenhunde, ich hasse sie. Ich hasse eigentlich alle Schattenwesen. Stirb. Stirb. Was sind das nur für widerliche Kreaturen? Und was ist das für eine Höhle? Ich weiß es nicht. Ich sehe so etwas heute auch zum ersten Mal. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Komm schon, Schwesterherz. Wir sind Kinder vom alten Kapitän Stahlbart. Dem größten Piratenkapitän der Südsee, den es je gegeben hat. Noch zu Lebzeiten hätte Stahlbart bei einem solchen Abenteuer niemals aufgegeben. Irgendetwas geschieht hier. Etwas Bedeutendes. Wir müssen der Sache nachgehen. Sei aber vorsichtig. Da drin sind bestimmt noch mehr. Etwas Bedeutendes, sprach er und verlor seinen Geist. Nein. Was ist hier los? Hä? Hier wackelt's aber ganz schön. Jetzt weiß ich auch wieder, welches Portal das hier ist. Oh. Schick. Er muss auch echt alles antatschen, ne? Ja, super. Siehst du, jetzt hast du doch noch dein eigenes Kommando. Nein, rede nicht so einen Unsinn. Ich hol dich hier raus. Es ist zu spät. Nein. Nein. Super. Das kommt davon, wenn man alles antatscht. Patty verlässt die Gruppe. Quest abgebrochen, Schatzsuche. Leb wohl. Wochen später. Uwambu Katoga Recho Nai. Okay. Tut mir leid, ich muss lachen. Es tut mir leid. Das sah gerade irgendwie lustig aus. Was um alles in der Welt? Langsam, ja. Junge. Du bist noch nicht so weit. Lass dir Zeit. Aber was? Nur Geduld. Bald wirst du alles verstehen. Ja, okay. Was ist hier passiert? Was ist passiert? Eins nach dem anderen. Es dauert eine Weile, bis du nach deinem Tod wieder einigermaßen zu Verstand kommst. Glaub mir, ich weiß, wovon ich rede. Mein Geist war auch schon einmal im Reich der Schatten gefangen. Ja, super. Neuer Rang. Wir sind der Verlorene, ne? Super. Toll. Was heißt denn hier auch? Na schön, dann erzähl mir doch mal, was du in deiner Grube da gemacht hast.
Ein kleines Nickerchen gehalten, was? Ich... Und wo sind deine Gefährten? Du bist doch nicht allein hierher gekommen, oder? Patty. Ja, genau. Sie haben dich hier begraben und sind schon längst nicht mehr hier. Ab jetzt pass ich auf dich auf, bevor du noch den Rest von dir verlierst. Toll. Was haben die Schatten mit mir gemacht? Sie haben dich getötet und deinen Geist in die Tiefen des Schattenreichs mitgenommen. Ja. Der schäbige Rest, der hier vor mir steht, ist fast nur noch eine leere Hülle. Nur eine Frage der Zeit, bis du nur noch ein seelenloser Scherge der Unterwelt bist. Ja, warum ich? Was sagst du da? Warum gerade ich? Keine Ahnung, aber irgendjemand im Schattenreich hat es auf dich abgesehen. Ich schätze, du warst zur falschen Zeit am falschen Ort. Ja. Ich werde zu einem Schergen der Unterwelt? Ja, mein Freund, du wirst zu einem Dämon, zu einem Lakaien des Schattenreichs. Es ist ein lang anhaltender und qualvoller Zustand, der mit deiner Verdammnis endet. Hauptsache, meine Crew ist in Sicherheit. Dann könnte ich das ertragen. Meinst du, Herr? An deiner Stelle würde ich das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Wenn du nicht völlig dem Wahnsinn verfallen willst, musst du schleunigst deinen Geist wiederbekommen. Du bist sehr geschwächt und hast vieles vergessen. Du brauchst einen mächtigen Zauberer. Am besten gleich zwei. Ist keine leichte Sache, ohne Geist zu leben. Glaub mir.